Die Liebe steht schon vor der Tür. Nichts ist bekanntlich mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Dieser Satz des französischen Dichters Victor Hugo bringt es perfekt auf den Punkt. Die wichtigen Dinge des Lebens sind nicht aufzuhalten. Sie sind zum einen eine Frage des richtigen Zeitpunkts, zum anderen müssen wir bereit für sie sein. Eines der unabänderlichen Gesetze unseres Lebens ist jenes der Anziehung. Was wir aussenden, kehrt zu uns zurück. Das Problem dabei? Es dir bloß zu denken und ein positives Mindset auszuformen, reicht nicht. Die Frequenz, auf der wir senden, sind unsere Gefühle. Es uns nur zu denken, wäre fast ein wenig so, als ob wir versuchen würden, das Universum hinters Licht zu führen. Unnötig zu erwähnen, dass das nicht funktionieren wird. Um deinen Seelenverwandten in dein Leben zu ziehen, musst du aber auch Platz für sie oder ihn schaffen. In deinen Gedanken, deinem Herzen und in deinem Leben. In unserem heutigen Video stellen wir dir 6 Anzeichen vor, die zeigen, dass du die Voraussetzungen dafür erfüllst, deinen Lebensmenschen schon bald mit offenen Armen begrüßen zu dürfen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Du hast Frieden im Leben gefunden. Ein Leben auf der Überholspur, beruflich und privat, ein Zirkus und die Wochenenden durchgetaktet bis zum Anschlag. In diesem Chaos wird sich niemand so leicht an deiner Seite einfinden wollen. Erst wenn du die Vergangenheit erfolgreich ad acta gelegt hast und mit dir selbst eine gesunde Beziehung führst, hast du die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass etwas Neues, Wunderbares in dein Leben treten kann. Schließe ab mit emotionalem Ballast, den du unnötigerweise vielleicht schon lange mit dir herumschleppst. Wenn du den Menschen vergeben hast, die dir Unrecht getan oder die dich verletzt haben, vergib am Ende auch dir selbst. Frieden im Leben und Frieden in deiner Seele öffnet diese für Menschen, die auf derselben Frequenz unterwegs sind. Ein ähnlich hilfreiches Instrument auf dem Weg zu innerem Frieden wie die Vergebung ist übrigens die Dankbarkeit. Wenn es dir gelingt, auch die schlechten Dinge, die dir bislang widerfahren sind, als Lektionen und Lernprozesse zu verstehen, kannst du diese getrost der Vergangenheit anvertrauen. Deine Zukunft beeinträchtigen und einen langen Schatten werfen werden sie fortan nicht mehr. Nummer 2. Es ergeben sich überraschende Gelegenheiten. Den Seelenverwandten kann man leider nur beim Universum bestellen, nicht bei namhaften Online-Händlern, die dir eine Express- oder 24-Stunden-Lieferung garantieren können. Du kannst dich natürlich auch im Internet, den sozialen Medien oder Online-Single-Börsen auf die Suche machen. Wesentlich wahrscheinlicher ist der Erfolg jedoch, wenn du das Universum einfach machen lässt. Ein sicheres Zeichen dafür, dass deine Bestellung gerade bearbeitet wird, sind Gelegenheiten, die sich dir plötzlich bieten. Dabei müssen diese gar nicht im Rahmen von größeren Veränderungen stattfinden. Natürlich würde ein neuer Arbeitsplatz oder eine Urlaubsreise hier ordentlich Potenzial für ein Kennenlernen liefern. Doch das Universum liebt es manchmal, ganz alltägliche Ereignisse für seine Zwecke einzuspannen. Egal, ob es sich um Einladungen handelt, die spontan ins Haus flattern oder um einen Wasserrohrbruch bei den Nachbarn, der dir einen netten Flirt mit dem Techniker beschwert. Chancen vermehren sich, wenn du sie ergreifst. Nummer 3. Du hast gelernt, dem Universum zu vertrauen. Diese Botschaft ist möglicherweise die wichtigste. Das Universum arbeitet für dich. Es tut dies seit dem Tag deiner Geburt 24 Stunden täglich, wenn du es lässt. Allerdings musst du auf deine Signale achten. Wer Schlechtes erwartet, wird Schlechtes bekommen. Wir ernten das, was wir sehen. Dieser Spruch ist so alt wie die Menschheit selbst und könnte wahrer nicht sein. Doch es genügt auch schon, darauf zu vertrauen, dass wir die Dinge, die uns bestimmt sind, nicht verpassen werden. Es bringt daher nichts, der Liebe oder anderen Wünschen hinterherzujagen. Wir bekommen, was wir bekommen sollen. Alles andere wäre Vergeudung von Zeit und Ressourcen. Diese Einstellung hilft dir übrigens auch perfekt über Enttäuschungen hinweg.
Wenn wir Beziehungen, Jobs oder Dinge nicht bekommen, dann grundsätzlich nur aus dem einen Grund, weil wir etwas Besseres verdienen. Nummer 4. Du bist bereit dafür. Auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist, selbst wenn du in Gedanken bereit für die Liebe wärst, kann dein Herz eine ganz andere Sprache sprechen. Umso besser, wenn sich langsam, aber sicher das Gefühl in dir breit macht, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist. Betrachte deine aktuelle Lebenssituation. Wenn du deine Gefühle, deine Gedanken, Familie, Freunde und Job erfolgreich im Griff hast, kannst du dich freuen. Dein Herz, dein Verstand, dein Umfeld und dein Leben sind bereit dafür, den Seelenverwandten, der dir bestimmt ist, in Empfang zu nehmen. Wichtig ist es, in diesem Punkt voll und ganz auf die Weisheit des Universums und aller guten Mächte zu vertrauen, die ihre Fäden für uns ziehen. Wirklich bereit für einen neuen Lebensabschnitt sind wir dann, wenn wir ihn am wenigsten brauchen und mit dem Ist-Zustand eigentlich schon recht happy wären. Nummer 5. Du hast deinen Anteil an Herzschmerz hinter dir. So merkwürdig es uns auch erscheinen mag, wir müssen uns im Leben leider alles verdienen. Dazu zählen vor allem die guten Dinge. Glaub ruhig an die ausgleichende Gerechtigkeit, denn sie ist Fakt. Wenn du bereits genug gelitten und vor Liebeskummer und Enttäuschung schon zahlreiche Tränen vergossen hast, kannst du dir sicher sein, dass deine Belohnung nicht mehr weit ist. Schmerz ist leider ein Teil unseres Lebens, den wir uns immer ähnlich wie eine Tür vorstellen müssen. Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen wir hindurchgehen. Wenn dir die Symbolik des Wassers näher ist, stell dir deinen Liebeskummer vor wie eine Welle, die über dich hereinbrechen wird. Du hast zwei Möglichkeiten. Einmal tief Luft holen und die Wassermassen zu durchtauchen oder untergehen. Nummer 6. Du findest gerade wieder zu dir selbst. Ein wichtiger Punkt im Hinblick auf gelungene Zweisamkeit ist es, die Einsamkeit gut aushalten zu können. Gemeint ist damit nicht das Gefühl des Verlorenseins oder der Entbehrung. Gemeint ist, dass du mit dir allein sehr gut zurechtkommst und nichts und niemanden vermisst. Erst wenn du dir selbst zu 100% genügst, bist du bereit, die beste Partnerin oder der beste Partner zu sein, den jemand anders sich nur wünschen kann. Solange du an diesem Punkt nicht erfolgreich angelangt bist, wirst du immer von deinem Seelenverwandten erwarten, dass sie oder er dich vollkommen macht und glücklich. Allein, das ist nicht nur sehr viel verlangt von jemandem, der gerade erst in unser Leben getreten ist. Es ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Glücklich machen müssen wir uns selbst. Zufrieden zu sein wäre immerhin schon einmal ein sehr guter Anfang. Unser heutiges Fazit: Bereit sein ist alles. Der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Lass dir die Überzeugung, dass es irgendwo da draußen den einen Menschen für dich gibt, von niemandem nehmen. Wenn wir bereit sind, kann das Universum nichts und niemand mehr aufhalten zu liefern. Ein gewisses Maß an Vertrauen ist dafür sicherlich die wichtigste Voraussetzung. Wenn sich die Lieferung verzögert, bist du noch nicht bereit dafür. In diesem Fall nutze die Zeit, die wichtigste Beziehung deines Lebens zu optimieren, nämlich jene zu dir selbst. Das war's für heute. Wenn dir unser Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf WhatsApp oder Facebook. Vielen Dank fürs Zusehen.